Viktoria hat es geschafft, raus aus der Ukraine, raus aus dem Krieg. Zusammen mit ihrer 11-jährigen Tochter Ilona und ihrem 15-jährigen Sohn Arseni ist sie seit ein paar Tagen in Deutschland. Auch wenn ihre Gedanken noch um den Teil der Familie kreisen, der nicht fliehen konnte. Ja, meine Eltern und mein Mann sind in der Ukraine zurückgeblieben. Sie versuchen, keine Angst zu haben und weiterzuleben. Sie sitzen fast die ganze Zeit im Bunker. Trotzdem will sie nach vorne schauen. Für den Traum vom neuen Leben in Deutschland muss aber dringend ein passender Job her. Denn die 42-Jährige konnte nur mit wenig Geld fliehen. In ihrer ukrainischen Heimat hat Viktoria viele Jahre lang als Bäckerin gearbeitet. Jetzt träumt sie davon, ihrem Beruf auch in Deutschland nachgehen zu können. Durch die Arbeit in der Großbäckerei kann ich mit allen Arten von Teig arbeiten und neue Dinge auch ziemlich schnell lernen. Und das ist der Mann, der ihr helfen könnte, Bäckermeister Bernd Lehmann. In seiner Familienbäckerei, die es schon seit über 100 Jahren gibt, produziert er mehr als 300 verschiedene Backwaren. Er weiß also ganz genau, worauf es beim Bäckerhandwerk ankommt. Der 54-Jährige ist gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Wir zeigen ihm Viktorias Vorstellungsvideo. Kann er ihr den Traum vom neuen Job trotz Sprachbarriere erfüllen? Immerhin spricht die Ukrainerin kein einziges Wort Deutsch. Also erstmal denke ich, dass die ganze Situation sehr, sehr traurig und schlimm ist. Und ich bin auch bereit, da zu helfen. Und was die Sprachbarrieren angeht, kann man viel mit Gestik machen, mit Handzeichen. Und Backen ist Backen. Tatsächlich lädt der Bäckermeister Viktoria kurzfristig zu einem Vorstellungsgespräch ein. Und die kann es noch gar nicht so richtig glauben. Für das erste Gespräch kommt auch ein Dolmetscher mit. Ich bin extrem aufgeregt, gleich auf meinen möglichen Arbeitgeber zu treffen. Ich hoffe so sehr, dass es klappt. Ob Viktoria den Job wirklich auch bekommt, dazu gleich mehr. Auch viele andere Flüchtlinge suchen zurzeit händeringend nach Jobs. Eine von ihnen ist Nilja. Sie ist mit ihrer Schwester und ihrem Neffen nach Deutschland geflohen und noch immer sichtlich geschockt von den Erlebnissen in ihrer Heimat. Für sie ist schon jetzt klar, dass sie nicht wieder zurück will. Wir planen, legal hier zu bleiben, Arbeit zu finden und die Kinder in die Schule zu schicken. Wir wollen auch die Sprache lernen. Niemand weiß, wie es weitergeht, aber wir wollen auf jeden Fall hier bleiben. Ganz ähnlich geht es Kamil, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern geflohen ist. Auch er kämpft verzweifelt um einen Neuanfang für sich und seine Familie. Mir ist bewusst, dass ich kein Deutsch spreche, aber ich weiß, dass ich die Sprache lernen kann. In der Ukraine hatte ich einen guten Job als Jurist, aber jetzt würde ich jeden Job annehmen, um Geld zu verdienen. Für Viktoria ist der Schritt in ein neues Leben zum Greifen nah. Jetzt muss nur noch Bäckermeister Bernd Lehmann überzeugt werden. Und mit Nachtsarbeit ist auch kein Problem? Ja, ich arbeite nachts. Super. Sie hat früher 2 Jahre in der Nacht gearbeitet. Sehr gut, hört sich sehr gut an. Und dann ist der Moment der Wahrheit gekommen. Dann würde ich mich freuen, dich hier begrüßen zu können. Und wünsche dir hier in Berlin auf jeden Fall ganz viel Erfolg und Glück, vor allem, dass du glücklich wirst. Viktoria hat es geschafft. Sie hat jetzt alle Chancen auf ein neues Leben in Deutschland und bekommt einen Stundenlohn von 12,50 Euro. Die 42-Jährige kann ihr Glück kaum fassen. Ich bin geschockt. Was soll ich sagen? Ich habe eine Arbeit gesucht und kann es nicht glauben, dass ich in meinem Beruf gleich was finden konnte. Vor einer Woche noch habe ich das Gleiche in der Ukraine gemacht. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass ich auch hier in meinem Beruf arbeiten kann. Viktoria steht vor einem vielversprechenden Neustart. Und für die Sprachbarriere gibt es heutzutage ja auch Übersetzungs-Apps. So darf sie sich nach all den Tagen des Krieges und des Leidens endlich über einen kleinen Hoffnungsschimmer freuen.